was haben wir heute? Wieder ein AMG. Das ist ja brutal. Porsche AMG, Porsche AMG, Porsche AMG. AMG GTS, Basis 510 PS. Der bekommt heute von uns nur Software und AK47 und Abgasklappen auf bei Sport und Sport Plus. Jetzt machen wir mal einen Soundcheck in Serie, oder Paul? Ja, komm, machen wir mal. Auf geht's. Wir machen direkt am Steuergerät Bench, gell? Dass wir das Backup haben, dass wir auch jederzeit original machen können. So, Steuergerät ist hier sehr easy verbaut. Der, wo in dem Business drin ist, der weiß ganz genau, eins der schlimmsten Steuergeräte, C63S. Das erste Mal habe ich das rausgebaut, wo die Autos rauskamen, habe ich gebraucht. 1,5 Stunden nur um Steuergerät auszubauen. Ich habe geflucht ohne Ende. Kurva, 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 Kurva. Wenn du das aber dann ein paar Mal gemacht hast, dann funktioniert es ziemlich gut. Und hier, wie ihr seht, ist es nur reingesteckt. Zack, der Stecker runter. Zack, dann steckt es nur hier drin. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen bei Feldners OP-Tisch. Wir haben hier ein Motorsteuergerät Bosch EMED 17.7.5 8-Zylinder V8B-Turbo. Wir werden das aussetzen im Autotuner, Bench natürlich. Stecke ich jetzt den Autotuner hier in mein Läppi ein. Der Autotuner, guck, machen wir das mal auf. Das ist also... Oh, ein Update. Mal gucken, was es Neues gibt. Zack, 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 zack. Boom. Ist fertiggestellt, Paul. Zack. Ja, ist fertig, ne? Fällst du mal so bei dir? Ja, in da schwätzt man schon. Bist du schwäbisch, ja? Ich aus Heilbronn, gell? So ist das. Heilbronn? Türkeviertel oder was? Ja? Kommst du daher? Nee, nee. Ich komme außerhalb von Heilbronn. Ne? So ein schönes Ländle. Aus dem Ländle? Ja, ja. Dann müssen wir das Fahrzeug auswählen. Wir gehen auf PKW. Wie ihr seht, kann der Auto nur auch Traktoren und Boote und Skido und Motorräder und LKWs, aber wir bleiben bei den PKWs. Wir gehen auf Mercedes. Dann haben wir ein AMG GT. So, 510 PS und der Autotuner gleich. Ich könnte jetzt OBD machen, ich kann Datalogs machen, Fehler löschen, Boot, bla bla bla. Wir machen Bench, das heißt, ich drücke hier auf Anweisungen und weiß ganz genau, wie ich das Steuergerät anschließen muss. Hier ist die PIN-Belegung, dann fangen wir an. Wollen wir den Kabelsalat hier wegmachen, was der Christian mir hier gemacht hat? Der Pole, der macht halt immer Kabelsalat, gell? Der verwechselt das mit dem Fleischsalat. Der Christian mag Kabelsalat. Ja, Christian! Ja. Kabelsalat bringt Geld, Fleischsalat. Genau, habt ihr das gehört? Kabelsalat bringt Geld, Fleischsalat nicht. So, dann haben wir hier Plus, ne? Pin 50. 7654321050. Dann braucht man Ken Low und Ken High. Nockenwellensensor und Kurbelwellensensor. 73, 95. Seht ihr, alles steckt? Ich zeige euch mal was. Ja, eigentlich, Paul, ja, was ist? Hätten wir uns die ganze Steckerarbeit sparen können, weil. Wir haben ja natürlich hier korrekte Stecker dafür, aber die sind nicht für den Autotuner, die sind fürs CMD. Im CMD wollte ich das dann auslesen, weil der Autotuner einfach einfacher ist und besser ist. So, wenn wir jetzt alles richtig angeschlossen haben, drücke ich jetzt hier erstmal auf Identifizieren. Oh, check, ECU Power Supply. Ja klar, Paul, ist das aufgefallen? Ich hab nichts sagen wollen. So, Community, was war jetzt falsch? Gucken, wer erwähnt, wo was falsch ist. So, guck mal da rein. Siehst du gerade hier in den Stecker? Und jetzt guckst du mal die Anleitung an. Habt ihr das alle erraten? Richtig. Masse hat gefehlt. Der Minus, der Null. Jetzt haben wir das angeschlossen. Machen wir ECU identifizieren. Zack. Was wir jetzt natürlich sehen, sind Prozessor. Ein Tricore TC1797 detected. ID Flash Protection. Da hat es jetzt schon alles aufgemacht. Jetzt können wir ECU lesen. Jetzt lesen wir die Datei, die auf dem Steuergerät drauf ist. Würden wir das Auto über OBD machen, wäre es so, dass wir einfach nur ein virtuelles Read hätten vom Server und das wäre immer original. Das heißt, wenn einer mal zu euch kommt und sagt, er will überprüfen, ob das Auto getuned ist, bei der EMED 17 muss das Steuergerät immer raus, man muss immer ein Steuergerät an, um zu sehen, ob da ein Auto gemacht ist schon oder ob es original ist, weil über OBD kriege ich immer original raus. So, ECU lesen, normales Lesen, zack, speichern, bumm. Und der Lesevorgang ist gestartet. Die Software ist jetzt soweit fertig. Hier habe ich die Abgasklappen ganz aufgemacht, ja, weil die sind ja nicht immer ganz auf bei Sport und Sport Plus.
Dann haben wir hier die Schubabschaltung etwas länger gemacht. Aber wir wollen den Klang auch noch verbessern. Das heißt, ich suche jetzt noch den Zündwinkel für die Schubabschaltung. Da ist er, seht ihr das? Ich sehe das. Hier, Achtung. Zack, 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 zack. Das sind hier 7 Linien untereinander. Zack, 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 zack. Ich markiere es euch. Zack. Du siehst Zahlen, Paul. Zahlen, ja. So, guck, dann mache ich hier Zündwinkel. Zack, mit Vorzeichen. Dann sehe ich, ah, hoppla, schau mal. In der Schubabschaltung, also in dem Soundmodus, wenn du vom Gas runter gehst, fährt er hier diesen Zündwinkel. Das heißt, wenn ich das jetzt hier noch als Drehzahl mache, so, dann sehe ich, okay, bei 6000 Umdrehungen macht er minus 18 Grad. Das heißt, er zündet 18,75 Grad nach OT. Ja, deswegen kommen die Knaller rein. Wir machen überall die 16 rein, beziehungsweise niedrige Drehzahl, und obenrum machen wir die 21, dann hört sich das kerniger und etwas lauter an. Da gibt es dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Linien von dem gibt es, ja? Weil man sieht hier bei der Auswahl, das seht ihr jetzt nicht, aber ich sehe das, hier zum Beispiel, das sind jetzt die Kennfelder, wo er sagt, in welcher Linie er oder welche Linie er sich für den ZW Min für den Sound holen soll. Wenn man 1, 2 oder 3 manchmal, ja, von diesen 8. Das heißt, ich könnte jetzt die letzte Linie komplett umändern und würde hier dann praktisch die 7 reinschreiben, dass er die letzte Linie fährt, und dann könnte ich rumspielen, so viel ich will. Aber jetzt ist fertig, jetzt spielen wir das mal rein und dann hören wir uns mal das ganze Zeug an, machen eine Probefahrt, machen eine Lokfahrt, gucken Ladedruck. Ladedruck müsste 1,4 Bar sein, Zündung 15, 16 Grad und dann läuft das Ding schon ordentlich. Natürlich müssen wir jetzt auch den kompletten Federspeicher leer machen, weil sobald irgendein Motorsteuergerät vom Kabelbaum abgesteckt wird, kriegen auch andere Steuergeräte sehr viele Fehler rein. Wir benutzen für die Autos den Maxxis Elite Tester. Wir haben auch den Launch Tester. Wir haben auch die Star-Diagnose und wir haben noch viele andere Tester. Aber ich arbeite mit dem Maxxis am liebsten, weil der schnell ist und funktioniert einfach alles. Ne? Es ist ja so, für alle, die einen OBD-Stecker suchen. Der OBD-Stecker, das ist DIN genormt, ja? Der muss immer irgendwo hier in dem Bereich sein oder beim Mini manchmal auf der anderen Seite. Also der OBD-Stecker ist immer so irgendwo im Fußbereich. Ein Peugeot war der mal. Ja, Peugeot, ja, ich rede von Autos, ja. Ich rede von Autos und nicht von Peugeot, ja. Renault und irgendwas. Renault hat die auch irgendwo versteckt, ja, genau. Unterm Aschebecher irgendwo, wo kein Mensch danach guckt. Ja, wir reden hier von Autos, Paul. So, wir machen jetzt mal einen Soundcheck und dann machen wir die Probefahrt mit Loks und dann gucken wir da, ob alles okay ist, gell? Paul ist jetzt mit mir hier an Bord. Der Paul macht jetzt die Loks, während ich fahre. Ich muss mich konzentrieren, weil es regnet, es ist etwas feucht. Das heißt, es wird nicht einfach, aber nichts ist unmöglich. Ne? Wie gesagt, Ladedruck sollte 1,4 Bar sein, 1,5, Zündung um die 15. Leistung, was wird es sein? 605 bis 615 PS, Stufe 1. Ist okay. Anhören tut er sich auch gut, denke ich mal. Pass mal auf. Paul, hast du gehört? Ja, ich habe es gespürt. Ja? Ja. Dritter Gang. Das Redner durchdreht, da bin ich gespannt, ob wir überhaupt Fahrer kennen. Wir lassen die Traktion natürlich komplett an, sonst ist es ja unfahrbar. Was ist das, Paul? Ja, das gefällt mir, ja. Mir gefällt es auch. Die Räder drehen durch, das kannst du vergessen. Bei dem Weather. Bei der Weather of the Heller. Das ist halt Deutschland, da weiß ich nie, wenn es regnet und wenn es nicht regnet. Vierter Gang, zweieinhalb. Vierter Gang, keine Chance Gas zu geben. Fünfter Gang, 2000, Achtung. Keine Chance im fünften Gang. Das heißt, ich kann das Ding jetzt einfach gar nicht testen. Das war der vierte Gang, ne? Jetzt machen wir fünften, Achtung. Jetzt kommt der fünfte. Es ist leicht feucht, also es nieselt. Es ist leicht feucht. Ja, das müsst ihr euch vorstellen. Fünfte. Selbst im sechsten Gang, schaut mal, sechster Gang, leuchtet die Traktionskontrolle. So, Auto ist fertig, Fazit, wir haben es doch noch geschafft, Loks zu machen. Wir haben 1,45 Bar bis Drehzahlende, Zündung 14 Grad, sind bei diesem Fahrzeug 610 bis 615 PS, 100, 200, 5,7, 5,8, ja, ungefähr. Und ja, macht Spaß, wunderschönes Auto, in diesem Sinne,
ruft an, AMG-Fahrer, wenn du mal ein bisschen Sound braucht, wenn die Klappen offen bleiben sollen, macht einen Termin, ich bin noch ein bisschen in Deutschland.